Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Receipt for Disaster hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, das letzte haben wir laut Kommentar mit Ach und Krach gerade so geschafft. Und die nächsten werden dann wohl, ja, mit der Art und Weise, wie ich vielleicht das Restaurant führe, im Desaster enden. Aber das Spiel heißt ja auch so. Doppelter Ärger heißt dieses Kapitel, was wir jetzt haben. Sieht aus, als wenn das irgendwo in der Stadt wäre. Zumindest das Bild war so ein ähnliches. Hier müssen wir mal gucken, vielleicht, ja. Oha, hier, doppelter Ärger. Janice und... Janice. Ernsthaft? Janice und Janice? Na, egal. Haben vor dem Erfolg mit seinem Restaurant deines Onkels gehört. Scheint, als würdest du berühmt. Nicht schlecht für einen Neuling, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Die Zwillinge haben dich gebeten, ihnen bei ihrem eigenen kleinen Geschäft zu helfen. Für den Anfang haben sie einen kleinen Laden mit etwas Land gekauft. Beide werden ab Tag 1 dir zur Seite stehen. Na toll. Und was sie anbrennen lassen, können sie durch ihre Silberzungen trotzdem verkaufen. Okay. Na gut. Auch wenn sich die beiden sehr ähnlich sehen, haben sie komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Janice arbeitet hart und kann ziemlich herablassend werden, wenn sie dich nicht mag. Okay. Janice? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber egal. Dagegen ist er entspannt, um nicht zu sagen träge, aber sie kann jeden mit einem Lächeln aufmuntern. Also die eine müssen wir dann anscheinend ins Front Office stecken und die andere muss dann in der Küche sitzen. Das muss ja verstecken vor Leute. Unfreundliche Menschen muss man immer verstecken vor Leuten. Deswegen gehe ich auch so selten raus. Vergrößerung ist hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur für den Laden, sondern auch für den Bereich deiner Angestellten. Ihr habt eine günstige Lage erwischt und Janice hat viel Geld in die Werbetrommel gesteckt. Rechne also mit einem stetigen Fluss an Kundschaft. Denk daran, die Leute lieben Meeresfrüchte. Hier. Immerhin, wir sind nur 20 Minuten vom Meer entfernt. Oh ja, ich wäre auch gerne 20 Minuten vom Meer entfernt, das muss ich ehrlich sagen. Bedingung Fehlschlag, Janice und Janice kündigen oder werden gefeuert. Okay, also die darf ich nicht rausschmeißen. Und auch nicht überlasten. Das heißt, dass so relativ gut schon mit den beiden umgeht. Na, das kriegen wir hin. So, Startbeliebtheit ist 10%, Startkapital sind 5000, Ziele sind kaufe 2 Grundstücke, besetze 8 Tische gleichzeitig, verdiene 1200 Euro an einem Tag. Bonus, kaufe 6 Grundstücke. Geil. Okay. David Chang, wir fassen den Erfolg ins Auge und rechnen mit dem Schlimmsten. Nur dazwischen gibt es nicht. Alles klar. Na dann. Ah ja. Sehr schön. Frittieren nicht möglich. Also hier ist ja alles nicht möglich. Okay. Also das ist jetzt so unser bisheriges Restaurant, ja? Das Stück kann ich dann nicht kaufen, oder wie? Was ist das? Oder das gehört dazu, oder wie? Da steht mein... Achso, da steht mein Restaurant drauf. Da sollen wir die Tür erstmal da setzen. Und die Tür, ja, die können wir ja da lassen. Oha. Okay, ja, das sieht ja schon mal nicht ganz so groß aus. Ich würde auch sagen, dieses Grundstück hier, das müsste das erste sein. Dann haben wir ja hier noch ein bisschen ein paar Sachen, die wir wieder runterschmeißen können. Interessant wird dieses Grundstück hier mit einem Brunnen drauf. Aber das kann man ja einfach dazu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger da drauf denn... Wer dingsen kann. So. Storage-Lager fehlt. Kochen nicht möglich, grillen nicht möglich, frittieren nicht möglich. So, was steht denn eigentlich überhaupt auf der Menükarte? Twisted Sister, Atlantis, Belly Belly. Dekadent, frittiert, gekocht. 40 Dollar. Was sind das für Preise hier? Tiefseerippchen. Okay. Rippchen. Eismeergarnelen und ein Kalmar. Entschuldigung. Kalmar und Hedda. Also, Tintenfisch kommt in Kalmar, komme ich nicht ran. Und an diese Dinger komme ich auch nicht dran. Haddock ist ein Hering, ne? Nee. Was sind das hier? Warte mal, wie sieht das aus eigentlich? Gut ist es nicht, im Tuna da stehen. Haddock, das ist Haddock. Haddock ist. Oh Mensch, wusste ich auch schon mal, wie das Fisch richtig heißt. Hähnchen und Rinderfilet. Haddock. Na, egal, einer von euch weiß es bestimmt.
Warum machen die überall Fisch dran? Nee. Boah, Wolfsbarsch, okay. Und hier mit Hummer. Hummer esse ich auch nicht. Aber gut, das ist dekadent. Okay, ist denn meine Lager... Mein Lager sagt, im Rezept verwendet. Okay, das muss ich also auch grundsätzlich erstmal einstellen. Okay. Und dann die Lagerkapazität dementsprechend kaufen. So, Personal haben wir hier Janice und Janice. Sie ist eher faul, aber kann gut bedienen. Und sie müssen wir in die Küche stecken hier. Da wird nicht viel bei überbleiben. Und irgendeiner müssen wir uns einstellen, die uns hier was putzt. Na gut, okay, kriegen wir auch hin. So, 1200 an einem Tag. Na gut, mit den Preisen, die wir da haben, ist das auch nicht machbar, ne? So, kann ich dieses Grundstück kaufen hier? Das würde ich mich ganz gerne kaufen. So, 90 haben wir schon wieder gekriegt. Okay, das kostet Geld. So. Naja, sind wir doch, haben wir das Grundstück doch für eigentlich Flappe 235 gekriegt. Ist ja auch gut. So, dann können wir nämlich hier schon ein bisschen größer ausbauen hier. Warte mal, das Ding bewegen wir mal. Wodurch zeichnet sich eigentlich die Küche aus und wodurch der Gastraum? Komm, dann bleibt da stehen. So. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz für so Lagerküche und ähnliches. Und ein bisschen mehr Platz für das hier. Da müssen wir nochmal gucken hier. Bestellfenster. Ich glaube, die Wand mit dem Bestellfenster, da macht man das dran fest. Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne die Küche... Weil ja später alles mal Restaurant wird hier. Müsste man die Küche eigentlich in dem Bereich hier hinten ansiedeln. Ne? Dass das so das Küche wird und das dann hier... Verkaufsraum, ah, na gut. Wir planen schon wieder über Sachen, über die wir gar nicht Bescheid wissen. So, wir müssen in den Fußbodenmodus duplizieren. Nee, Wände färben. Nee, Wand. Nee. Wand? Doch. Ich kann eine Wand einfach hier ziehen. So. Kann ich hier eine Wand lang ziehen? Warte mal, ich will erstmal noch gar nicht ganz so groß, würde ich noch gar nicht werden, aber den Bereich würde ich schon ganz gerne einmauern. Dann gehen wir mal in den Bewegen-Modus und bewegen die Tür mal hier hin. So, und dann müssen wir mal in den Abrissmodus gehen. Warte mal, was war Wände anzeigen? War das hier? So. Und dann würde ich mal einen Fußboden reinlegen. Oder brauche ich den, muss ich den nur einfärben dann? Ah ja, die muss ich nur einfärben. Okay. Wand machen wir. Ein Klo muss ich auch irgendwo hinbauen, ne? Stimmt. Ich für die Küche erstmal nicht schlecht hier. Ein Klo brauche ich ja auch. Wo machen wir das denn hin bei der schmalen Sache hier? Oh, okay. So. Dann müssen wir jetzt doch, dann werden wir die Bank hier erstmal bewegen. Nochmal bewegen, nicht duplizieren, bewegen. Erstmal hier hin. Stellen wir da hin. Die Tür kommt erstmal dahin. Oh. Nun gut, so, dann brauchen wir noch eine Wand wieder. Und eigentlich ist denn hier dann doch schon wieder hier die Wand, obwohl, na, machen wir hier die Wand rein für die Küche. Da haben wir jetzt ziemlich viel Platz für die Küche. So, dann nehmen wir das Bestellfenster, also Mogen, bewegen. Bestellfenster nehmen wir mal hier hin. Den Türrahmen nehmen wir da hin. So. Dann machen wir das Abrissmodell hier. So.
Und dann machen wir eine Wand, bitte. Ich will doch hier bloß bis dahin jemand haben. Moment. So. Dann bewegen. Keine Ahnung, ob das was bringt hier oder so. Oder ob die denn nicht durch die Tür können. Das werden wir dann sehen. So, dann müssen wir wieder abreißen. Reißen. So. Und dann machen wir eine Wand hier hin. Das ist schon mal gut. So, da brauche ich denn eine kleine Tür. Tür Standard, irgendwas hier. Eine stabile Tür, da einfach rein erstmal. So, da kommt das Klo rein. Das sollte dann ja erstmal durchaus für eine Nasszelle ausreichen. So, dann. Ah, der Verkaufsraum ist nicht allzu groß, ne? Aber ich denke mal, ich für eins, Zweiertisch, hier ein Zweiertisch. Mal gucken, wie wir das hinkriegen mit Tischen und Stühlen dann hier. Gucken. Wie viel Geld habe ich denn noch? Noch 4,5 habe ich noch. Da geht ja noch ein italienischer Tisch, ein ausgefallener Holztisch. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier so einen ganz gewöhnlichen Holztisch. Kann Feuer fangen. Mhm. Ein italienischer Esstisch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber der kostet 110, ist mir zu teuer eigentlich. Nehmen wir hier so einen gewöhnlichen Tisch. Also könnte ich 2 Gäste bewirten, so könnte ich 3 Gäste bewirten und so kann ich 4 Gäste bewirten. Hier direkt vor der Ausgabe dann einer hinstellen, dann hier hinstellen, da in die Ecke noch rein. Also hier könnte man einen Dreiertisch draus machen und dann können wir hier einen Zweiertisch machen, der am Eck steht. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal 5 Gäste dann betreut. Nur noch einen Vierertisch. Erstmal dahin. Oder? Warte mal. Dann kann ich ja auch direkt hier auf der Ecke. Ey, das ist blöd. Das ist der Eingangsbereich. Ja, das lassen wir erstmal so. Dann gucken wir jetzt mal, wie wir jetzt denn hier mit den gewöhnlichen Holzstuhl hinkommen. 45. Will ich hier einen Vierertisch draus machen? Da einen Dreiertisch. Und hier einen Zweiertisch. So, Fenster wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir so ein paar Fenster hätten. Die Leute auch rausgucken können. So im Klo. Brauchen wir so ein kleines Guckloch irgendwo. So, und in der Küche. Die sollen sich auch nicht wie eingesperrt fühlen. So. Okay. Ist das immer schon mal gut aufgeteilt? Es geht einigermaßen, ne? So. Okay. Dann hätten wir das geschafft. Nur noch ein paar Wände anmalen hier. Erstmal so ein bisschen die Optik anpassen hier an dem, was da ist. Oh, ich finde so ein linkshohes Fenster ist gar nicht schlecht. So, dann brauche ich Blümchentapet auf keinen Fall. Hier in der Küche nochmal.
So, alles hier fließt. Und dann brauchen wir den Fußboden noch. Oh, das ist hier gar nicht verlegt. Das hellere muss das hier verlegt. Oh, das passt mir eh hier. Ein kleinkarierteres Muster. So. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir einen Bart und Fußboden reinlegen. Das wäre ganz gut. Was ist so schön? Badezimmer, Fußboden. Hier, guck mal, hier sind wir haben. Gehen immer so. Guti. Jetzt mal gucken, wie wir das Bad jetzt aufbauen. Denn zwei Toiletten nebeneinander, das mögen sie ja so nicht. Da gucken wir mal. So eine Kabinentür. Kannst du nur eine Wand stellen, alles klar. Dann hat der eine ein Fenster und der andere nicht. Das ist auch blöd, ne? Na gut, müssen wir noch ein zweites Fenster bauen. Also brauchen wir erstmal eine Wand. Wir brauchen noch eine Wand, eine Wand, eine Wand. Die quasi da geht und bis da geht. Ja, 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 ja. So, dann brauchen wir doch nochmal ein Fenster. Da geht auch kein Weg dran vorbei. So, die müssen ja auch flüchten können, wenn sie nicht bezahlen wollen. So, dann brauchen wir eine Kabinentür. Eine hier und eine da. Schon ist es zugänglich. Sehr gut. So, dann können wir dort hineinstellen. Wahrscheinlich keine Klos, weil da Fenster im Weg sind. gucken wir mal. Ach, das Klo kann man vor das Fenster stellen. Sehr gut. Sehr schön. Keine Ahnung, ob die sich beobachtet, wie noch ein Klo ist. Eigentlich ist es ganz schön. Halbhochfenster gibt es nicht, ne? Also, dass die bloß hier oben so einen Fensterrahmen haben. Jetzt, wenn da einer vorbeigeht, der kann den ja dann doch schon zugucken. Wie die da ohne Hose sitzen. Naja, egal. Wird sich schon einer für finden, der da rumspannert. Ein Spanner. Was ist der Spanner? Weg vom Fenster. So. So, dann machen wir da ein schönes Waschbecken rein. Und das. Jetzt brauchen wir noch ein paar schöne Lämpchen. Ah, die könnten wir zwei werden. Oh, wir haben schon über 2000. Ich habe bloß noch 2000, ne? Und wir müssen noch diese ganze Küchenutensilien kaufen. Ich sollte mal die Geräte kaufen, die ich brauche. Eine Fritteuse brauche ich mindestens eine. Ein Grill. Und ein Herd, sagen wir, brauche ich. So, und jetzt brauchen wir noch mindestens einen Kühlschrank. Und ein Lagerregal. Kann ich nicht vors Fenster stellen. Naja, das wird toll. So. Gut. Also das brauchen wir mindestens jetzt erstmal hier. Dann brauchen wir garantiert auch noch zwei Feuerlöscher. Nur zur Sicherheit. So, okay. Dann können wir jetzt mal gucken hier, wenn ich jetzt bestellen wollen würde. Wie viel Platz habe ich denn? 50 habe ich. Okay. Ich brauche Wolfsbarsch. Ich brauche Räucherlachs. Wenn ich alles zweimal bestelle. Okay. Ich kann alles viermal bestellen. Aber das verwende ich öfter, ne? Gucken wir mal, wie wenn wir das. Immer das Doppelte im Lager haben, also dass wir zwei Gerichte von der Sorte machen könnten pro Stunde. Hätten wir jetzt erreicht? Okay, da geht noch was. Aber nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Okay.
Gut. Naja, dann hätten wir das aber auch erstmal auch geklärt. Nächste Lieferung 1 Uhr, das kriegen wir also auch hin. Wir kriegen sie erstmal in den Kühlschrank. Also wir müssen aber nochmal einen Kühlschrank nachkaufen demnächst. Aber jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen, glaube ich. Gut. Okay, wir haben 3 Tische, wir haben 3 Kochdinger, wir haben ein bisschen was im Lager. Im Lager haben wir denn was? Wir haben ein bisschen Platz hier. Vielleicht ist auch schon wieder zu viel verschwendeter Platz auch, aber da können wir das später nochmal drüber umbauen. Das Schöne ist beim Umbauen, du kannst ja alles bewegen, so wie du willst. Also das ist erstmal nicht, dass es weggeschmissen ist, was da steht. Wenn man das dann sinnvoller macht, dann kann man da durchaus mehr rausholen. Also wir haben hier hinten noch Platz für die Küche, dass wir die Richtung erweitern und den Verkaufsraum bis hierhin machen. Das ist sozusagen die nächste, das würde ich sagen, ist dann die nächste Ausbaustufe, dass der Verkaufsraum bis hier ist. Dann kriegt man ja durchaus schon ein paar Tische da unter. Und ein bisschen Platz. So. Okay, also wir haben jetzt erstmal die ersten paar Sachen hier fertig. Zumindest das Nötigste haben wir da, was wir brauchen. Wir müssen die Leute noch zuweisen. Wir müssen vielleicht eventuell noch 1 oder 2 einstellen. Einen mindestens, zumindest fürs Putzen. Und vielleicht einen, der auch nicht bei jedem Mal kochen das Ding abfackelt. Und wir müssen noch ein bisschen Deko-Elemente hier einbauen. Und ein bisschen Geld müssen wir noch überbehalten. Also, ich sag mal, so 700 müssen wir am Ende über haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier für 120 5 Lampen reinhängen, dann Geld weg. Gut. Aber was willst du machen, ne? Unsere Beliebtheit darf ja durchaus 0 werden. Bloß bei 0 Beliebtheit wird wahrscheinlich keiner mehr herkommen. Also da müssen wir natürlich schon mal ein bisschen was schaffen. Guti. Ich würde sagen, das war die Einrichtung des, oder die teilweise Einrichtung des Restaurants. Mit den Fenstern hier müssen wir vielleicht auch jonglieren, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben für dann noch Regale und ähnliches. Kriegen wir aber hin. Und dann müssen wir uns dann an die Organisation machen. Ne? Also erstmal Dekoration und Organisation. Bei der Deko dürfen wir nicht zu teuer werden. Also bei den Leuchten denke ich mal, ja, eine Deckenlampe kostet 100 Euro. Gibt es hier auch einen günstiger? Hier gibt es ein paar Wandlichter. Na, da müssen wir erstmal gucken, dass wir da einigermaßen was Schönes hinkriegen. Plus 2 in 6 für der Umkreis, plus 5. Also ja, für 100 Euro eine Deckenlampe, Leuchtstoffröhre erstmal ins Bad reingehängt, damit es erstmal ein bisschen noch was aussieht. Und hier noch ein bisschen, dass noch was aussieht. Vielleicht ein paar Vorhänge oder sowas dann später mal kaufen. Nach und nach vergrößern. Wie ist denn das bei dem Personal? Kosten die beiden mir Geld? Ah ja, die kosten sogar Lohn. Das ist ja super. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.